Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Clone 5 oder Mein Test. Das müssen wir noch testen. So, wir sind hier und dürfen erstmal das gesamte Geröll hier wegräumen. Sehr geil. Ups, das war ein bisschen schnell, egal. So. Ja, es sollte klappen, wenn ich jetzt hier... Ah, nee, passt nicht. Schade. Gut. So, hier sieht es ja auch nicht zu schäbig aus. Obwohl, auch etwas schon. Eigentlich schon. So. Eins. Zwei, genau so. So wunderschöne Schippen. Ich baue mir gleich mal zwei neue Schippen, weil wir eine Menge Schippen brauchen. Holz war hier, genau. Achso, wir haben ja hier noch mal die Stöcke bei uns. Eigentlich könnt ihr gleich mal weg hier. Ein bisschen direkt ein bisschen Platz machen hier. So, und wir brauchen zweimal Eisen. Dann machen wir es mal so. So. Und wir brauchen noch eine Menge an Fackeln. Da würde ich es aber ungern unsere ganze Kohle für verbrauchen. Aber andere Wege gibt es nicht wirklich, ne? Oder wir kippen einfach im Keller erstmal die Lava aus, ist auch hell. Nice. So. 6 Fackeln haben wir erstmal, die müssen erstmal reichen. Ich baue mal gleich mal eins breiter, denn wir werden ja hier auch für eine Wand reinziehen. So, bis hier geht der Keller. Hier ist die Ecke. Wir brauchen definitiv noch eine Dirt-Kiste. Bei der Menge, die wir hier gerade abschürfen. Hey. So, jetzt kommt noch der ganze Kiesel weg. Und die Frage ist halt, wie tief wollen wir den Keller bauen? Ich meine, der soll jetzt hier nicht so hoch werden wie die Etage mit den Blöcken, das wäre definitiv zu viel. Wobei, ganz ehrlich, eigentlich nicht wirklich. Ne, so ein Keller kann ja auch schon so ein schönes Gewölbe haben. Ganz ehrlich, ich glaube sogar ja. Das heißt, wir müssen noch 6 Blöcke runter. Wir müssen noch, ja,
mindestens 6 Blöcke runter. Damit wir, ne, den, die Wohnhöhe plus halt eine Reihe dann für den Boden. Eieiei. Und da war es schon mit der Schippe. So, weißt du was? Wir machen das Ganze mal anders. Erstmal machen wir mal das und das. Und dann das und das. Und wir brauchen definitiv noch mehr. Guck mal, der hört sogar schon wieder auf. Gut, dann brauchen wir vielleicht doch keinen Fußboden verlegen, weil das würde als Fußboden genau passen. Dann brauchen wir also doch nur noch 5 runter. Was auch schon mehr als genug ist. Ups. Well, I'm sorry. Hilfe. Du kommst nach da. Und du kommst da rauf. Ah, war ja klar. Zum Pflanzen muss ich das Ding erstmal wieder ackern. Auch wenn es dann später sowieso wieder normaler Grasblock wird. Dort ist ja wieder Typi. Nur bekloppte hier. Nee. So. Da ist er. Getan. Oh, Spaß. Wir machen mal einmal die ganzen Beete hier. Auch wenn unser Inventar gerade ein bisschen voll ist, aber... So schnell würde ich auch gerne mal sein. Kartoffeln ernten, während man... Ist das denn giftig? Ah, guck mal, da kriegen wir jetzt Schaden. Und das, obwohl die Kölchen... obwohl die Kölchen immer noch normal farmt waren. Ist ja interessant. Ja, wer weiß.
Ja, aber so schnell würde ich auch gerne mal sein, die ganzen Kartoffeln hier ernten. Die musst du ja aus dem Boden rausholen. Die ganzen Kartoffeln ernten, während man übers Feld rennt. Also, das ist eine Arbeitsgeschwindigkeit. So, hier ist natürlich noch fast gar nichts gewachsen, kennt man ja. So, du kommst da gleich unter das Sägewerk. So, das war das Sägewerk fürs Protokoll. Perfekt. So. Dann gehen wir mal kurz pennen. So. Und bauen uns ein paar neue Schippen. Und dann können wir mal im Keller weitermachen. Dann haben wir noch eine ganze Menge wegzuschippen. So, so, dam, dam. Warte, wir haben davon keine mehr? Okay. Gut, die Kiste ist damit auch voll. Kack die Wand an. Gut, das heißt, wir brauchen definitiv einen Keller. Dann können wir da nämlich mal ein paar mehr Kisten aufstellen. So als Lager, als Endlager quasi. Denn den Platz brauchen wir. Die Kiste ist nämlich jetzt auch schon fast voll und es wird doch definitiv eine Menge anfallen. Also keine Frage. Ja. So, wir haben mittlerweile relativ viel Eisen, sehe ich gerade. Ist ja geil. Ich mache gleich mal ein paar mehr Schippen hier. So. Du kommst nach da, du kommst nach da, du da, du da, du da, du da, du da. So. Du kommst noch da. Und eigentlich kann die Tür jetzt mittlerweile. Ah, gut. Holz ist hier, genau. Da kann auch mal die Türen rein. So, und wir brauchen Kobbel. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Treppen bauen. Beziehungsweise wir können uns noch mal Kobbel abbauen. Dann müsste ich das nicht extra rumschleppen hier. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind ein paar Fackeln. Da brauche ich aber gar nicht. The Workbench. Achso, halt. Quatsch. Das hier. Und das hier. Brauche ich ja zum Glück nicht die Workbench für. Können wir auch so machen. So. Let's go. Denn es wird hier hinten ganz schön schnell dunkel. So, okay. Wir haben jetzt aktuell eine Bauhöhe von 2. 3, 4. Gehen wir auf der Sonnenwarsch. So. Wir brauchen 1, 2, 500.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das müsste die letzte sein. So, und dann müssten wir jetzt eine Höhe von genau 7 haben, ne? So, hier oben haben wir 2, hier haben wir 3 und hier haben wir nochmal 2, also genau 7. Das passt und der Boden kann das Zeug bleiben, das heißt easy. So, wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Treppen.
Ach scheiße, da brauche ich ja wieder die Werkbank. Ah. Dass man in meinen Klon für eine Werkbank braucht. So, kriegen wir 4. Wir brauchen 12. Nein, wir brauchen 6. Also reicht das vollkommen aus. Haben wir sogar wieder 2 zu 4. Danke dafür. Perfekt. Sehr cool. So. Und jetzt muss alles auf diese Höhe ausgebaut werden. Das heißt, ich räume aber erstmal überall den Kobbel weg. Oh, let's go. Es gibt nichts Spannenderes als den ganzen Tag buddeln. Genau. So, mal gucken. Bald müsste der nächste Baumstamm kommen. Da ist er sogar schon. So. Wait. Achso, hier ist noch eine Sandschicht. Die muss natürlich auch weg. Das ist jetzt das Ende vom Haus, ne? Ja, genau. Oder? Nee, ist noch gar nicht. Eins kommt noch. Deswegen ist hier so ein Loch. Verstehe. Okay. Ecke können wir auch noch ein bisschen frei machen. Oh, ja, er hat schon viel Kies vor uns hier. Eieiei. Na, die Schuppen sollten aber reichen. Thank you.
Yay! Geschafft! Hat auch zum Glück überhaupt nicht ewig gedauert. Damit wäre der gesamte Geröllteil schon mal weg. Können wir später ja auch die ganzen Wände hinziehen. Warum ist hier wieder eine Lücke? Die Reihe hier, warum fehlt die? Was haben wir da damals gemacht? Na, ist auch egal. So. Sehr geil. So, jetzt müssen hier noch zwei weitere Ebenen weg. Was würde ich jetzt für eine Diamantspitzhacke geben? Oh Gott, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Oha. Oha. So, dann können wir jetzt mal die andere Schuppe wieder wegpacken. Brauchen wir wahrscheinlich. Wie kommen diese Viecher immer an die Orte, wo sie sind? Ich hau euch weg. So, wir brauchen. Schippe brauchen wir nicht mehr. Voraussichtlich erstmal. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Was wir brauchen, ist ein bisschen Liebe. Ha. Eine Spitzhacke. Aus Gold. Nee. Die hält gerade mal drei Schläge und ist sie weg. Und in diesen drei Schlägen hat sie nichts geschafft, weil es Weichmetall. Kannst du jetzt ein bisschen Holz hacken mit? So, nee, so. Hey, halt. Mitkommen. Du bist umsiegelt. Jetzt habe ich auch wieder so ein scheiß Fischzeug hier, ey. Was ist hier los? Weg mit dir. So, du kannst auch weg. Ja, gut. Und das hier, wir brauchen eine neue Kiste. Okay, komm, wir machen ja erstmal hier irgendwo temporär eine Kiste hin und dann. Wir haben jetzt aber schon ein paar Kisten. Wir haben noch mehr Kisten. Hä? Also, genau, du bist diese. Mesekon-Kiste. So, das heißt, wir brauchen. Haben wir noch Holz rumfliegen? Wir haben hier noch ein bisschen Holz. Wir haben. Sonst haben wir kein Holz mehr. Okay. Dann bauen wir mal mit. Bauen wir mal das ganze alte Holz hier auf. Das heißt, das erstmal. Das hier war zwei Kisten. Dann ist das Holz schon mal weg und dann brauchen wir noch das Holz hier und den Rest füllen wir dann mit unserem normalen Holz auf. So. Haben wir jetzt sechs Kisten. Das heißt, wir können drei Doppeltruhen bauen. Irgendwo hin. Bauen wir erstmal hier hin? Nee, hier will ich eine Kiste stehen haben.
Wohin damit? Wie gesagt, eigentlich sollen die dann später in den Keller, aber hier können wir noch keine Kisten hinbauen. Ich stelle die ganz erstmal ganz temporär hier mitten in den Weg. Also so und so. Und dann noch hier. Ja, genau, da hinten auch. Und dann noch hier eine. Perfekt. Jetzt kann man, kommt man hier nicht mehr. Oh, man kommt sogar noch raus. Na gut, oder auch nicht. So. Perfekt. Und das heißt. Nee, nee, komm. Hätte ich mal doch die Axt beibehalten. Behalten. Das dauert hier da ewig. Und 3 Jahre. Dankeschön. Das Schöne ist ja, wenn wir hier eigentlich auch noch eine leere Kiste, die wir benutzen können. Dann benutzen wir erstmal die hier. Und die anderen haben wir dann zwar jetzt völlig umsonst gemacht, aber hey. So, das heißt, du kommst wieder hier rein. Und jetzt kommt... Alles, was kein Gravel, keine Erde oder kein Cobblestone ist. So, Holz. Warte. Holz. Erstmal kommt Holz weg. Da kommt alles andere weg. Ich brauche Ordnung und Disziplin. So. Alles, was kein Holz. Das bleibt alles hier, das bleibt hier. Du bleibst hier, du bleibst da, du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Weißt du was, wir machen erstmal hier ein bisschen Platz. Damit wir hier mal ein bisschen sortierter vorgehen können. So, erstmal Erde. Warum fängt der unten an? Ist der behindert? Ah. Ich hasse dich. So, erstmal Erde. Gut. Jetzt kommt Gravel. Und zu guter Letzt. Gut, machen wir das mal hier rein. Und jetzt den ganzen Stein. Da 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 bum bum bum. So. Easy. Gut schön. So, die hier war ja auch fast voll, ne? Aber hier ist nur Gerümpel drin, die kann so erstmal bleiben. Wir können natürlich was von diesem Flint einfach wegschmeißen, da brauchen wir nie im Leben so viel. Weil das brauchst du wirklich nur, um Feuerzeuge zu bauen, da haben wir mittlerweile schon 3. Und sonst brauchen wir für irgendwas anderes noch? Gut, wir könnten zig Milliarden Pfeile bauen, aber... Pff, ganz ehrlich, fühle ich auch wenig. Nicht wirklich. So... Neuer Tag und damit würde ich dann auch mal sagen, neue Folge. Das heißt, wir sehen uns denn dann wieder. Bis dann.